Hey Leute, hier ist er wieder, euer Mr. McCauley. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Let's Play Karriere. Weiter geht's. Beim letzten Mal haben wir ja leider ein Spiel verloren, unser erstes Spiel 2-0. Und ich befürchte langsam, dass das alles nicht ganz so leicht wurde, wie ich mir das vorstelle hier auf Dauer. Von meinem Team bin ich noch nicht ganz so überzeugt. Wir gehen aber einfach mal direkt weiter hier. Wir erinnern uns ja alle noch. Wir spielen 4-3-3 mit der falschen 9 und ja, gucken wir mal, was unser einer Transfer, der eventuell noch ansteht, macht. Da bin ich jetzt gar nicht so auf dem Laufenden, wie es da steht. Okay, es Macchiardi ist auskuriert, das ist schon mal sehr gut für uns, denn Macchiardi ist natürlich ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Einer der besseren Spieler, die der SC Freiburg zur Verfügung hat. Er ist auch angeschlagen, wie man hier sieht. Aber das macht uns nichts. Flum ist eigentlich auch nicht so verkehrt, sehe ich gerade. Bonzia, Kai Wendt, wir haben natürlich eigentlich viel zu viele offensive Leute. Aber so ist es halt leider meistens. Also Macchiardi schon mal zumindest auf die Bank, auch wenn er noch angeschlagen ist. Und wir müssen uns irgendwie noch darum kümmern, dass wir Rosenthal und Freis loswerden. Und wir haben halt auch noch einiges an finanziellen Mitteln zur Verfügung. Ja, wie einigen vielleicht auffällt, ich habe es schon in meiner Upgrade-Needed-Variante gesagt, habe ich meine Qualität ein bisschen verändert, die Render-Settings ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, euch gefällt das so. Lasst es mich doch bitte in den Comments wissen, ob euch das so gefällt oder nicht. Ich werde jetzt wohl demnächst ein kleines bisschen das alles umändern vom Konzept meines Let's Plays, sondern eher wirklich wieder wie ein Let's Play hier machen. Also die Parts werden 15 Minuten plus minus 2-3 Minuten, je nachdem, wie das Spiel läuft. Also hier die Verhandlungen laufen noch, sehen wir gerade. Ob ich ein Spiel drin habe oder nicht. Ich werde nichts schneiden, alles original lassen und dann einmal am Tag eine Episode Let's Play Karriere hochladen. Also schauen wir mal weiter, wie das hier läuft. Olympique Lyonnais, das ist, oder Olympique Lyon, keine Ahnung, wie ihr das aussprechen wollt. Das könnte eine Geschichte werden, die nochmal ordentlich Probleme hervorrufen könnte. Aber wie ihr seht, danach sind es noch 20 Tage und dann geht es auch direkt in unser erstes. Oh, wir haben ein Transferangebot für Jan Rosenthal, das ist schon mal nicht verkehrt. Wir werden dieses Angebot auch, wir verkaufen ihn natürlich unter Preis an einen direkten Konkurrenten, macht uns aber nichts, wir brauchen ihn eh nicht. Hoffentlich brauchen wir ihn nicht. Und so, das wäre das. Dann wurde mir gesagt, ich soll noch ein bisschen in Scouts investieren. Wenn ich das finde, mache ich das natürlich. Nachwuchsabteilung, Scouting-Netzwerk. Da haben wir einen relativ schwachen geholt. Jetzt holen wir mal einen. Das ist eigentlich, also dieser Kollege hier ist ein bisschen zu teuer für uns. Für 7 Millionen. Wir haben ja auch noch die Geschichte laufen mit dem komischen Zoomer. Also warten wir noch kurz mit dem Scout, würde ich vorschlagen. Und können dann weiter vorgehen, je nachdem, wie viel Geld wir noch übrig haben, ganz klar. Bevor wir jetzt in die nächste Partie gehen, möchte ich nochmal, ich weiß nicht, ob man das von hier aus erreichen kann, werden wir aber gleich nicht sehen, denn, nein, ich will keine neue, ich will die Karriere abspeichern. Und ich gehe ganz kurz nochmal in den EASFC-Katalog, da gibt es nämlich die Option, sich ab einem bestimmten Level für die Karriere einmal im Jahr einen Scout zu holen, glaube ich, einmal pro Saison und einen Jungspieler zu scouten. Weiß ich gar nicht, wie das funktioniert, ich habe davon nur gehört. Wir schauen da einfach mal rein jetzt direkt, dass wir vielleicht so einen kleinen Messi in unserer Karte bekommen. Wer weiß, wer weiß. EASFC, also Electronic Arts Sports Football Club. Und dann schauen wir mal, was es da so gibt. Wir gehen mal in den Katalog und gucken dann, einen Schießen-Boost brauchen wir nicht. Wir brauchen also eigentlich nur für die Karriere irgendwas. Balltechnik-Boost. Okay, ich sehe, kommenden Star gibt es leider erst mit 46, Level 46. Das heißt, da fehlt uns noch ein bisschen was. Und wir stehen nach dem Einlösen wird automatisch ein Scout entsandt, wenn du das nächste Mal die Karriere startest. Kann nur einmal pro Saison gelöst werden. Okay, vielleicht haben wir Glück und den gibt es in dem Levelbereich auch schon einmal. Ja, den gibt es hier. Das heißt, wir werden uns den Kollegen hier einmal besorgen.
kommenden Star scouten, wenn du das nächste Mal die Karriere startest. Den kaufen wir uns jetzt. Das Objekt gehört jetzt dir. Wuhu. Okay. Gehen wir zurück in die Karriere. Karriere fortsetzen, ganz einfach, und starten dann direkt mit dem Spiel gegen Olympique Lyonnais. Das heißt, diese Episode wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger als 15 Minuten, macht aber rein gar nichts. Ich versuche einfach immer ein Spiel in jede Episode zu packen und ein wenig Manager-Teil. Ich hoffe einfach mal, dass das so ganz gut ankommt, wenn wir das so machen. Es kann passieren, dass ich demnächst auf die übliche Begrüßung, hey, hier ist er wieder, euer Mr. McCauley, verzichten werde, einfach aus dem einfachen Grund. Ich nehme vielleicht mal 2 Stunden am Stück auf, teile das in 15-Minuten-Parts oder je nachdem, wie er bereits gesagt. Und dass wir dann jede Woche, jeden Tag fix was haben, muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme. Okay, wir haben keine Ahnung. Huch, nein, ich will die Karriere nicht beenden. Nachwuchsabteilung, Scouting-Netzwerk. Ich habe halt leider keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Also, ich dachte jetzt, dass dieser Scout automatisch entsandt wird. Es gibt keinen Spieler Jugendmannschaft. Ja, merkwürdig. Egal. Werden wir ja dann sehen, was passiert. Nächste Partie. Und wir spielen die nächste Partie jetzt einfach mal. Ich vermute, es gibt wieder mächtig auf dem Sack. Mir wurde gesagt, ich soll häufiger schießen. Lyon. Heim sieht... Ah, das ist aber nicht schön hier. Wir spielen mal in Schwarz gegen Lyon. Heim. Warum auch immer. Und gehen die ganze Geschichte dann einfach mal an. Ja, ich tue mich noch wahnsinnig schwer mit Weltklasse. Vor allem mit meinem Team. Wir sehen ja Bonzia auf der Bank. Ebenso wie Weiser, Macchiardi. Also unser Team ist nicht so verkehrt. Ich, das Freistöße sind in FIFA 12, FIFA 13 sind wir ja schon. Unglaublich. Wir sind ja schon in FIFA 13. So. Ja, mit Freistößen bin ich noch nicht ganz so warm geworden dieses Jahr. Und dann schauen wir uns den Spaß doch mal an jetzt hier direkt. Ja, wir haben noch keinen einzigen Sieg in der Vorbereitung, das weiß ich selber. Boah, da wollte ich schon schießen. Der Manni und der Frank, ich hoffe mal, die sind jetzt nicht zu laut, dass die hier mit aufgenommen werden die ganze Zeit. Wenn doch, Verzeihung. Nein! Boah! Okay, mal ein klein wenig leiser. So, schauen wir mal. Horn passt raus auf Sorg. Oh, die haben Lacazette im Sturm. Es klingt halt leider ein wenig wie Lacazette. Kopfbälle sind leider wahnsinnig schwach. Bei mir zumindest. Ich weiß, dass viele dieses Jahr von Flanken und Kopfbällen schwärmen. Das klappt bei mir irgendwie noch nicht so richtig. Aber das Spiel läuft zumindest bis zum jetzigen Punkt schon mal besser als das letzte, falls ihr euch erinnert. Es kann halt einfach auch sein, dass wir mit unserer relativ spielschwachen Mannschaft eine viel zu offensive Formation gewählt haben. Das möchte ich gar nicht bestreiten, wenn das jemand meint. Und das werden wir einfach im Laufe der Saison testen müssen, ob das der Fall ist oder ob wir nicht vielleicht auch mal umstellen sollten. Da geht der erste Schuss aufs Tor. Abgefälscht, es gibt natürlich Ecke für uns. Puzila bringt die Ecke herein. Ah, schade. Und jetzt kommt Lacazette, der einfach auf unsere Verteidigung zurennt. Oh, da lassen wir uns böse auskontern. Das war,
Gott, ach Gott, ach Gott. Ich hab's leider, leider kommen sehen. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Schade. Aber schön gespielt und wir können ja aus solchen Niederlagen eigentlich nur lernen. Auch wenn es mich selber leicht frustriert, dass ich hier kein gutes Bild abgebe. Aber das macht nichts. Wir sind der SC Freiburg. Unsere Ansprüche sind nicht die allergrößten. Aber vielleicht sollte es mal Zeit werden, langsam für das erste Tor immerhin. Ey, das gibt's nicht. Ich komme mit dieser Mannschaft nicht durch. Wow. Bis hierhin und nicht weiter, sagt so. Der Verteidiger. Oh. Und jetzt ist er durch. Kruse macht das erste Tor für den SC Freiburg. Was für ein schöner Pass. Was für ein klasse Pass. Unglaublich, er macht ihn rein. Ja, jetzt kann's weitergehen. Ach, ja, da fällt mir noch ein kleiner Stein vom Herzen, dass wir vielleicht jetzt den Bann gebrochen haben im dritten Spiel, das erste von uns selbst erzielte Tor. Übrigens ein super schöner Pass von Dembele. Hätte ich jetzt gar nicht mal so erwartet unbedingt, dass der dazu in der Lage ist. Und hier ist Dembele, hier ist Dembele. Da ist... Was ist denn jetzt los? Was geht los da rein? Achtung, der geht jetzt rein. Na, schade. Es gibt noch eine Ecke. Mann, Mann, Mann. Jetzt drehen wir hier aber ordentlich auf. Pucila ist vielleicht gar nicht der beste Eckenschütze. Macht uns gar nichts. Caligiuri hat aber den Ball noch. Legt ihn sich ein Stück zu weit vor. Schade, schade, schade. Der Ball bleibt aber gefährlich. Ihr seht, ich bin gerade ein bisschen erleichtert, dass es mir... Scheiße, dass es mir doch gelingt, Tore zu erzielen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass wir hier auf Dauer ordentlich auf die Fresse kriegen die ganze Zeit. Dabei bin ich doch relativ FIFA erfahren, meiner Meinung nach. Oh, was geht denn da? Was geht denn da? Was geht denn da? Der Kruse macht es. Der Kruse, er macht ihn einfach rein. Unglaublich. 2:1. SC Freiburg gegen Olympique Lyon. Spiel gedreht. So kann es natürlich weitergehen. So kann es weitergehen. Und ich finde aber genau in dieser Schwierigkeit, ich nenne es jetzt einfach Schwierigkeit, liegt der Reiz im Karrieremodus. Ah, schade. Da hätte ich vielleicht doch hochlegen sollen. Denn, also man muss ganz ehrlich sagen, Offline-Spielen ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Aber, dadurch, dass man nicht jedes Spiel einfach so gewinnt, wie bei alten FIFA-Teilen, bei FIFA 12 war es zum Teil auch schon schwierig, aber dass man nicht einfach jedes Spiel einfach so gewinnt und dass wirklich durch die Attacking-AI die Laufwege der Spieler extrem gut sind und jedes Spiel sich anders spielt, macht das richtig, richtig Spaß, muss man ganz ehrlicherweise gestehen. So, wir wechseln dann wieder in der 50. Minute. Vielleicht wechseln wir heute mal ein bisschen defensiver. Da müssen wir mal schauen. Weil es ist schon wichtig, dass wir jetzt mal, um ein kleines Erfolgserlebnis zu feiern, den ersten Sieg auch einfahren. Ganz wichtig. Auch für unsere Teammoral ist das natürlich extrem notwendig, dass wir hier sagen, Jungs, passt auf, deutscher Meister wird nur der SC Freiburg. Nach einem Sieg gegen Olympique Lyonnais, die zwar nicht mehr die Qualität ausstrahlen, die sie noch vor 3, 4, 5 scheiße Jahren hatten. Oh, der Horn. Unglaublich gut, dieser Junge. Und jetzt geht's ja auch langsam wirklich in die interessante Phase dieser Karriere. Wir beginnen mit der Bundesliga. Wir haben gleich unser erstes Bundesligaspiel. Ich hoffe, das steckt noch nicht in den Köpfen der Spieler, denn eins ist klar, das Ding hier wollen wir unbedingt gewinnen. Und dann werden wir auch mal sehen, wie sich unsere jungen Talente entwickeln. Wer auf jeden Fall gleich eine Chance bekommen wird. Ah, da hat sich Dembele ein bisschen zu langsam gedreht. Wir werden mal wechseln. Und zwar Bonzia, auf jeden Fall natürlich, der gegen seinen alten Verein zeigen soll, dass er was kann. Calvente
kommt ebenfalls rein und wir wechseln. Und wen haben wir denn noch? Macchiardi. Ich finde es noch ein bisschen zu früh für Macchiardi, aber Flum kann reinkommen für GD, der einen super Job gemacht hat, oder für Pozilla. Ich bin mir noch unsicher. Wir gehen ein bisschen defensiver. Flum kommt rein. Weiser bleibt dieses Spiel einfach mal draußen. Mal schauen, wie klug das ist, immer gleich drei Leute zu wechseln, aber bei der kurzen Spieldauer ist es, glaube ich, geht davon die Welt nicht unter. Ah, das war jetzt natürlich ein bisschen schlecht. So. Ball wieder zurückerobert, Ball wieder verloren. Pozilla, er stellt sich ein bisschen daneben an gerade. Und hier ist eine riesige Lücke in der eigenen Abwehr. Ja, sehr schön, sehr schön. Man sieht richtig, wie motiviert die Kerle sind. Oh, 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 oh. Oh, das wäre so ein schöner Spielzug gewesen. Das wäre ein richtig schöner Spielzug gewesen. Ja, GD bleibt drauf. Ich glaube, Pozilla geht jetzt runter. Und unser Held, der Herr Flum, bleibt natürlich auf dem Feld. Der Held bleibt auf dem Feld. Ganz einfach. So, die Wechsel kennen wir ja schon. Habt ihr alle gerade gesehen. 65 Minuten vorbei. Bonzier ist auf dem Feld. Und ich würde es ihm natürlich wahnsinnig gönnen, wenn er jetzt auch den ersten Treffer macht. Ich vermute leider, dass er gegen die starke Innenverteidigung noch ein bisschen zu erstens zu unerfahren und zweitens körperlich noch nicht robust genug ist. Hoffe allerdings, dass sich das in den nächsten, vielleicht innerhalb dieser Saison schon ergibt, dass er vom Backup-Stürmer zum Stürmer Nummer 1 wird beim SC Freiburg. Denn Talent hat der junge Mann auf jeden Fall. Davon hat er genug. Jetzt versuchen sie jetzt schon nur noch mit langen Bällen nach vorn. Das Ding holen wir uns. Überhaupt kein Problem. Innenverteidigung steht super bei uns. Gonalon sehen wir hier mal in der Nahaufnahme. Also Olympique Lyon geizt schon nicht mit Namen und großen Spielern. Die sind schon so gut wie alle auf dem Feld. Denn auch bei ihnen geht ja die Saison los. Jetzt geht natürlich Gonalon runter. Und Kruse erobert sich. Also Kruse ist einfach der beste Spieler in diesem Spiel. Und ich bin ganz ehrlich, bin ich wahnsinnig froh, dass ich ihn nach dem Spiel nicht upgraden muss. Ah, da wollten wir den Berberspin ansetzen. Das wurde leider nichts. Oh, Bonzi, er steht einfach richtig, das ist unglaublich. Und jetzt mach den Vogel, mach ihn. Cheep, cheep, cheep. Unglaublich. Was für ein Fehler in der Innenverteidigung vom Torwart. Das gibt's ja gar nicht. So ein Geschenk bekommt man nicht alle Tage. 3:1. Mann, 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 das riecht doch schwer nach Sieg. Das riecht unglaublich schwer nach unserem ersten Erfolg. Jetzt dürfen wir dann natürlich, wenn es klappen sollte in diesem Spiel, nicht übermütig werden. Es ist nur ein Vorbereitungsspiel, das wird sich auch Lyon denken. Ah! Bonzia wollte hier ein kleines bisschen zeigen, was er am Ball und so drauf hat. Und die langen Bälle, sie funktionieren nicht nur in Ultimate Team. Nein, sie funktionieren auch hier, wie man gerade sieht. Raus damit! Jawohl. Bonzia verliert leider ein Kopfballduell. Unser Sturm ist jetzt relativ klein aufgestellt mit Caligiuri, Bonzia und Calvente, wie auch immer der Kollege heißt. Irgendwie sowas war das. Jetzt kriegen wir nochmal ein kleines bisschen Druck vom Gegner. Horn steht aber richtig. Was soll er auch sonst machen? Klar, deutsche Torwarte. Wir haben nichts Besseres zu bieten. Darum beneidet uns die ganze Welt um unsere Torwarte, um unsere Talente. Unglaublich, was der deutsche Fußball jedes Jahr wieder zu leisten imstande ist. Hier sehen wir es, das Spiel endet 3:1. Doppelter Kruse und Bonzia nach einem Geschenk des Torwarts. Lacazette hatte Olympique Lyon zwar in Führung gebracht, hat ihn allerdings überhaupt nichts gebracht. Das ist unglaublich, das ist der erste Sieg. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Jetzt können wir mit riesiger Motivation, riesigem Selbstvertrauen in die Saison starten. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Let's Play Karriere. Bis bald, euer Mr. McColly. Ciao. Ein Leben ist viel zu kurz und
Solange ich lebe, will ich Spannung haben. Ich fühle mich gesund und fit und freue mich,